Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute machen wir eine neue Errungenschaft und zwar bei Herausforderer Reihe 5, Augenblick der Zerstörung. Besiege Lassiniora ohne die Motte des Roten Lotus zu benutzen. Und was die die Motte des Roten Lotus ist, ist ganz einfach. Das ist dieses Ding, mit der man in der ersten Phase, wo Lassiniora das Eis, das Kryo-Element hat, ihren Schild zerstört. Jetzt ist es aber so, die Errungenschaft sagt uns nur, wir müssen sie einfach nur besiegen. Das heißt, wir nehmen einfach den leichtesten Schwierigkeitsgrad, das ist mein Trick 17 für die Errungenschaft. Man muss es ja nicht auf dem schwierigsten machen, sondern man nimmt den leichtesten Schwierigkeitsgrad und dann ist es auch egal, dass ich das schon eingesammelt habe. Ich kann ja dann einfach rausgehen, ich muss es ja nicht einsammeln. Und dann nehmen wir hier einfach ein bisschen Pyro mit für den Schild. Jetzt finde ich gerade meinen Bennett nicht. Das ist natürlich super. Warum finde ich meinen Bennett nicht? Hier ist er. Okay. Genau, nehmen wir ein bisschen Pyro mit, ein bisschen Kryo, ein bisschen Heilung. Das sollte dann schon passen. Auf Level 60 sollte es eigentlich kein Problem sein. Das heißt, am Anfang müssen wir einfach nur ihren Schutzschild zerstören, ohne so eine Motte des Roten Lotus zu benutzen. Da muss man halt nur ein bisschen aufpassen, dass man nicht aus Versehen F drückt. Aber man muss sie tatsächlich aktiv einsammeln, diese Motten. Das heißt, es kann eigentlich nicht wirklich viel schief gehen, würde ich sagen. Genau. Machen wir einfach mal den hier. Am Anfang ist es jetzt noch egal, was man benutzt. Müssen sie erstmal runterhauen, damit sie den Schild aktiviert. Genau so. Genau, und jetzt müssen wir einfach uns nur von den Motten sozusagen fernhalten. Also einfach nicht F drücken. Einfach nicht F drücken. Eo und Pyro sind hier ganz gut. Aber ich glaube, mit einem Zweihänder könnte man hier auch ganz gut Schaden machen. Ist wie gesagt relativ Wurst, wie genau man jetzt diesen Schild zerstört. Hauptsache, man benutzt nicht die Motten, also diese Dinger da, diese roten. So, und man muss natürlich aufpassen, dass man nicht von der Kälte besiegt wird. Aber auf dem leichten Schwierigkeitsgrad soll das eigentlich nicht passieren, wenn ihr schon ein bisschen höhere Helden habt. Und bam, da haben wir es schon. Das heißt, jetzt können wir im Endeffekt keinen Fehler mehr machen. Das heißt, jetzt müssen wir sie einfach nur noch besiegen. Ich weiß nicht, ob das mit dem Team jetzt sehr schnell geht, aber dadurch, dass sie nur Level 60 ist, sollte es auf jeden Fall nicht zu lange dauern. Und genau, einfach nur besiegen und dann sollten wir normalerweise die Errungenschaft easy peasy bekommen. So. Hierfür ist das Team jetzt natürlich nicht sehr gut geeignet, weil normalerweise nimmt man jetzt nicht wirklich Pyrohelden. Aber wir haben es. Augenblick der Zerstörung. Das war die Errungenschaft, aber die können wir uns jetzt nicht angucken. Dann verlassen wir mal kurz die Sphäre. Dann sieht man schon Herausforderer Stufe 5, oder Reihe 5, besiege Lassiniora, ohne die Motte des Roten Lotus zu benutzen. Und 10 Uhr Gestein. So leicht geht das. Und damit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen, würde mich selber ein Like, Kommentar und Abo von euch freuen und wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.